In der chinesischen Provinzhauptstadt Jiangzhou ist es am Sonntag zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt, teilten die Protestierenden mit. Hunderte Menschen hatten sich vor der People's Bank of China versammelt, um gegen das Einfrieren von Einlagen bei einigen lokalen Banken zu protestieren. Insgesamt soll es um Gelder im Gegenwert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar gehen, berichteten chinesische Medien. Sicherheitskräfte versuchten, die Menge zu zerstreuen. Die Demonstranten bewarfen das Sicherheitspersonal mit Wasserflaschen. Beide Gruppen schlugen aufeinander ein. Einige Banken in der Provinz Henan hatten im April Einlagen eingefroren und den Kunden mitgeteilt, es würden interne Systeme aufgerüstet. Seitdem hätten sich die Banken in dieser Angelegenheit nicht mehr geäußert, sagten die Kunden. Die chinesische Polizei hat inzwischen nach eigenen Angaben in dem Zusammenhang einige Verdächtige festgenommen und Gelder sichergestellt.